Ich hatte einst eine Freundin wie euch. Sie ist in allerlei Schwierigkeiten geraten und hat mich mit hineingezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas erneut passiert. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, bin ich ein wenig zu tiefschürfend geworden. Entschuldigt, dass ich euch damit belastet habe. Ihr könnt mir alles erzählen. Alles? Seid lieber vorsichtig mit dem, was ihr mir anbietet. Ich hoffe, ich habe nicht zu selbstsüchtig gewirkt, als ich euch von Gerechtigkeit erzählt habe. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ich dachte, wenn ihn ein Freund freiwillig aufnimmt, wäre das besser, als wenn er wie ein Dämon irgendeine Leiche heimsuchen müsste. Nun, über sein Aussehen kann er sich jedenfalls nicht beklagen. Nein, bitte, lasst das. Das wird kein gutes Ende nehmen und ich möchte euch nicht verletzen. Verletzt mich ruhig. Vielleicht gefällt es mir ja. Nein. Ihr habt selbst gesehen, was ich in der Kirche getan habe. Das ist es, was ich bin. Vor einem Jahr hätte es vielleicht noch funktioniert, aber ich bin heute nicht mehr derselbe. Ich würde euch das Herz brechen. Und das würde mich ebenso sicher umbringen wie die Templer. Ich habe mich schon immer gefragt, warum jeder Oberflächenzwerg entweder Händler oder Schmied ist. Ihr habt Verbrecher und Söldner vergessen. Die zählen nicht. Wir Zwerge fühlen uns zu glänzenden Objekten hingezogen, so ähnlich wie Elstern, nur eben mit Geschäftssinn. Das ist nicht euer Ernst. Doch, natürlich. Wir kommen mit den Fähigkeiten unserer Ahnen an die Oberfläche Blondschopf. Glaubt ihr etwa, es gäbe eine zwergische Holzfäller-Tradition in Orsemar? Imker? Seeleute? Nein, aber vielleicht Pilzzüchter und Nagfänger. Diese Leute würden Orsemar niemals an die Oberfläche lassen. Viel zu wichtig und außerdem peinlich. Kennt ihr einen Rekruten namens Karen? Seine Schwester sucht ihn. Wir können nicht mit euch sprechen, Mister. Vielleicht ist es so am besten, Schwester. In die Leere damit. Karen und die anderen sind verschwunden. Aber unsere Befehle. Niemand hier unternimmt etwas, um sie zu finden. Vielleicht ist es an der Zeit, Außenstehende um Hilfe zu bitten. Ich war nicht einmal sicher, dass Karen verschwunden ist. Wer wird sonst noch vermisst? Die ersten sind seit Wochen abgängig. Es waren mindestens ein halbes Dutzend. Wilmot und Karen hat es zuletzt erwischt. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bin nur an Karens Sicherheit interessiert. Kommandantin Meredith hat angeblich einen neuen Initiationsritus, den man durchlaufen muss. Wer nicht stark genug ist oder in seinem Glauben schwankt, der übersteht ihn nicht lebend. Das klingt grausam und effektiv. Und das glaubt ihr ernsthaft? Immer mehr Rekruten verschwinden. Wilmot ist zurückgekommen. Was? Wirklich. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Was wisst ihr sonst noch über die Initiation? Man hört von fragwürdigen Dingen, die der Orden in diesen Tagen erledigen muss. Die Kommandantin will nur Templer, die kein Problem damit haben, solchen Befehlen nachzukommen. Bei Andraste, sie tötet Rekruten, die ihre Befehle in Frage stellen, oder nicht? Unsinn. Sowas würde sie nie tun. Wenn Wilmot zurückgekommen ist, weiß er vielleicht mehr über die anderen vermissten Rekruten. Mit Sicherheit. Wilmot hat mir erzählt, er gehe vor die Tore von Kirkwall, um den Kopf freizukriegen. Warum habt ihr uns das nicht gesagt? Hauptmann Cullen hat es befohlen, kurz bevor er mit der Suche nach Wilmot begonnen hat. Das ist nicht lange her. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn auf der Straße noch einholen. Thank you.
Andraste sei meine Zeugin, Wilmot. Ihr werdet mir die Wahrheit sagen, sofort! Gnade, Sir. Gnade! Wenn das so einfach nicht wäre. Nicht schlagen! Ich werde erfahren, wohin ihr geht. Und ich werde es jetzt erfahren. Warum tut ihr Wilmot das an? Antwortet. Das ist der verdammte Hauptmann. Tu das nicht. Das ist Sache der Templer, Fremde. Du hast mich zum letzten Mal geschlagen, jämmerlicher Mensch. Zu mir! Der Erbauer schütze uns. Ich wusste, dass er in etwas Finsteres verwickelt war. Aber das? Ist so etwas überhaupt möglich? Ihr hättet nicht allein mit ihm hier draußen sein sollen. Ich bin Hauptmann Cullen. Seid bedankt für eure Unterstützung. Ich habe Ermittlungen angestellt, weil einige unserer Rekruten vermisst werden. Wilmot ist als erster wieder zurückgekommen. Ich wollte die Sache in aller Ruhe mit ihm klären, ohne Aufsehen. Wenn ihr nicht wusstet, dass er besessen war, weshalb habt ihr dann euer Schwert gegen einen Rekruten gezogen? Er war erst einige Tage wieder zurück, als er insgeheim erneut verschwand. Das war für mich ein Alarmsignal. Ich wollte ihn verängstigen, damit er gesteht. Er musste glauben, dass meine Drohungen ernst gemeint waren. Die Rekruten haben geglaubt, dass Meredith eine Art tödliches Ritual abhält. Was? Ha, das ist lächerlich. Wenn es um Gerüchte geht, können Rekruten schlimmer sein als eine Strickgruppe alter Jungfern. Es gibt eine Wache, bevor Templer ihre Insignien erhalten, aber die schlimmste Gefahr besteht darin, einzuschlafen. Ich war auf der Suche nach einem anderen Rekruten, einem Freund von Wilmot. Wisst ihr, wo Karen ist? Er ist ebenfalls verschwunden. Sie wurden zuletzt gemeinsam in der blühenden Rose gesehen. Aber ich hatte kein Glück bei der Befragung der, jungen Damen dort. Ich bezweifle, dass sie etwas über Magie oder Dämonen wissen. Ich werde mit ihnen reden. Man weiß nie, was man durch Bettgeflüster alles erfahren kann. Der Orden stünde wahrlich in eurer Schuld, wenn ihr uns hierbei behilflich sein könntet. Niemand in dem Bordell redet mit mir. Aus Angst, ich würde das Etablissement schließen, weil sie unsere Rekruten bedienen. Wenn ihr herausfindet, was für eine Kreatur das Wilmot angetan hat, erstattet mir bitte in der Galgenburg Bericht. Ich sorge dann für eure Belohnung. Diese Schläger sind eine echte Plage. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ihnen den Kampf zu geben, den sie wollen.